Ich bin Esra Vural, ich bin Synchronsprecherin aus Berlin. Im Bruchteil einer Sekunde kann alles vorbei sein. Wenn du spürst, dass dir der Tod im Nacken sitzt und du weißt, dass nichts mehr so sein wird wie vorher, musst du das Letzte aus dir herausholen, um zu überleben. Hallo Esra, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wir beginnen wie immer mit der legendären ersten Frage. Wie bist du zum Synchron gekommen? Okay. Eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Und zwar durch eine damalige Klassenkameradin und heutige Kollegin, Julia Kaufmann. Da ist ein Kind ausgefallen, rief mich eines Abends an zu Hause und meinte, hättest du denn mal Lust, morgen mit mir zusammen Spaß zu haben und dafür Geld zu bekommen? Meinte ich, ja klar. Und dann hat sie mir das ein bisschen versucht zu erklären. So richtig was unter Synchronisation konnte ich mir nicht vorstellen. Aber sie hat gesagt, Spaß haben, und da war ich direkt dabei. Und wir sind dann auch tatsächlich am nächsten Tag hin. Und ich kann mich sehr gut auch an die Rolle erinnern. Das waren zwei Mädchen, die gerade auf der Schaukel waren und gespielt haben. Und wir mussten einfach nur ein bisschen lachen. Ja, und das war mein erstes Mal, dank Julia. Und seitdem bin ich dann irgendwie hängen geblieben. Weißt du noch, wie viel Geld du verdient hast? Nein, weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Das war nicht viel. Aber wir sind mit Taxi hin, das weiß ich noch. Das war ja damals gang und gäbe. Also als Kind wurdest du mit Taxi abgeholt und mit Taxi nach Hause gebracht. Das war schon spannend. Für mich zählte halt nur der Spaß sozusagen. Es war abenteuerlich. Kannst du dich an deine erste größere Synchronrolle erinnern? Ja, da gab es einige. Aber ich meine, die, mit der ich am meisten angeben konnte, war tatsächlich bei Disneys große Pause für Gretchen. Gretchen Grundler. Ja. Kommen wir nachher noch zu. Okay. Du hast Ashley Simpson als Cecilia in Eine himmlische Familie gesprochen. Mhm. Ich glaube, in den 90er war das. Erinnerst du dich noch an die Synchronaufnahmen? Ja, was eigentlich gar nicht so typisch ist. Ich vergesse auch ganz oft mal Rollen. Warum? Und zwar, Andreas Böge saß in der Regie. Und ich habe die Serie selbst geguckt, immer mit meinem Bruder zusammen nach der Schule. Und das war echt eine Serie, die man sich gern angeguckt hat, die meine Eltern uns auch erlaubt haben anzusehen. Und ja, das war auch so ein bisschen, damit konnte man auch so ein bisschen punkten in der Schule, in der Klasse. Ich spreche bei Eine himmlische Familie. Ja, das waren schöne Aufnahmen, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Habt ihr damals noch zusammen aufgenommen im Studio? Tatsächlich ja, selten zwar, aber kam vor dann noch, ja. Gab's ältere Synchronkollegen, von denen du besonders viel gelernt hast, als du angefangen hast zu sprechen bzw. zu synchronisieren? Dafür habe ich leider wenig mit den Älteren zu tun gehabt. Aber ich weiß noch, dass Klucki war da. Ich glaube, das war tatsächlich auch Eine himmlische Familie. Ich war ein bisschen früher da und durfte hinten bei Andreas sitzen und habe mir das angeguckt. Und ich war so fasziniert, dass er so organisch gesprochen hat, dass der mit der Rolle zusammen mit dem Schauspieler eingeatmet hat, ausgeatmet hat, dass er, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich total begeistert war und zu Böge meinte, dass ich möchte auch irgendwann mal so sprechen können. Kannst du das bestätigen, dass man durchs Zuschauen als Synchronsprecher was lernen kann? Ja, definitiv. Ist das auch ein Tipp, den du Nachwuchssprechern geben würdest? Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Wir kommen zu einer anderen Ashley, und zwar Ashley Tisdale. Oh ja. Deren deutsche Stimme bist du auch. Ja. Wie kam es dazu? Das war eine Zusammenarbeit mit Frank Tober in der Regie. Und damals hatte ich sehr viel mit Magdalena Tober zu tun. Und da wir einfach unzertrennlich waren, dachte er sich, okay, ich besetze die Mädels mal auf die beiden weiblichen Hauptrollen. Und hat uns dann zusammen, und da standen wir auch tatsächlich zusammen vor dem Mikro. Und sie hat London gesprochen, ich damals Maddie. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass es so war, dass ich viel lieber London gesprochen hätte, weil sie so, so ein bisschen theatralisch war. Und dieses Diven-Getue hat mir total gefallen. Und dieses Spielen reizt mich einfach mehr. Meine war eine ganz nette und ich habe sie sehr gern gehabt, aber ich hätte gern London gesprochen. Und tatsächlich war es dann danach, kam dann High School Musical und ich durfte dann das ausleben, was ich in London sozusagen gern gehabt hätte. Habt ihr bei der Serie, also bei Hotel Zack and Cody zusammen aufgenommen? Ja, genau, mit Magda, ja.
Wie gefiel dir Ashley Tisdale als Sharpay Evans in High School Musical? Ich liebe es. Ich liebe es. Es ist eine meiner Lieblingsrollen. Ja, ich finde einfach, was mich an ihr so begeistert ist, also unabhängig davon, dass sie so mega witzig ist auch, also Ashley Tisdale sowieso und in der Rolle auch, was mir so sehr gefallen hat, ist eben das, was ich gern gehabt hätte, dieses Aufgesetzte so ein bisschen und dieses Zickige und sie war auch mal laut und hat auch mal rumgeschrien, aber im Kern doch die liebe, liebenswürdige Person. Und das rüberzubringen, das hat mich gereizt, hat mir Spaß gemacht und ich liebe Sharpay. Gab es noch andere Synchronrollen oder andere Rollen von ihr, die dir besonders gut gefallen haben? Also ich habe einige Rollen gesprochen. Ich weiß, das war, ich meine, das war CSI. Da war sie mal in einer ganz kurzen Rolle zu sehen. Das habe ich mit ihr gar nicht in Verbindung gebracht. Das war auch eher so eine ernstere Rolle. Das zum Beispiel hat mir nicht so gefallen. Scary Movie 5, meine ich, war das. Da fand ich sie auch sehr witzig wieder. Was macht Ashley Tisdales Spiel aus? Man sieht ihr das Spiel im Gesicht an, das finde ich gut. Ich finde, sie ist eine sehr komische Schauspielerin, also komisch im Sinne von Komik. Also das bringt sie echt gut rüber. Sie macht das mit ihrer Mimik einfach und das macht es mir auch als Sprecherin leicht, dann die Gefühle auch dementsprechend rüberzubringen, weil ich da nicht mehr viel arbeiten muss, weil sie das einfach im Spiel und mit der Mimik schon erledigt. Und ich meine sie mittlerweile gut zu kennen. Also wenn ich sie jetzt sprechen würde, müsste ich gar nicht so oft in den O-Ton gucken, um das sozusagen zu erfassen, was sie meint. Ist das einer von denen, wo du selber sagen würdest, da liege ich richtig gut drauf? Ja, schon. Ja. Gibt es noch andere, wo du sagst, da muss ich mich eigentlich gar nicht anstrengen, da gehe ich ins Studio und das läuft einfach? Vielleicht, das kann ich gar nicht so direkt beantworten. Vielleicht mit dem Beispiel Tokio. Am Anfang sind die mir auch fremd, egal wie der Charakter ist, egal wie sie optisch aussieht. Es ist nicht so, dass ich direkt sage, so bam, da passe ich total drauf. Aber es ist so, dass ich die Person dann, die Schauspielerin bzw. die Rolle im Laufe des Spiels kennenlerne und dann entwickle ich entweder eine Sympathie, was ganz selten ist, eine Antipathie. Aber bei Tokio war das tatsächlich so, dass ich gebraucht habe, aber mittlerweile empfinde ich sie sehr und empfinde auch große Sympathie für sie und auch tatsächlich als Menschen. Genau. Ja. Dann hast du ja in Steven Spielbergs Falling Skies Seychelle Gabriel als Lourdes Delgado synchronisiert. Sie gehörte zum Hauptcast. Wie fandest du die Serie? Sehr spannend. Ich weiß noch, dass ich mir nie sagen lassen habe, wie es weitergeht, weil ich das selbst sozusagen rausbekommen wollte. Es war eine tolle Serie, hat Spaß gemacht und ich mochte meine Schauspielerin auch sehr, muss ich sagen, in dem Fall auch. Ist es so, dass man als Synchronschauspielerin oder Synchronschauspieler trotzdem eine super Arbeit leisten kann oder muss, selbst wenn einem der Stoff nicht so gefällt? Ja, also müssen sowieso. Es fällt einem natürlich schwerer, wenn es nicht so die Thematik ist, mit der man sich unbedingt... Wie motivierst du dich dann? Bin ich der Meinung, dass wir, also wir haben das Glück, dass wir nur coole Leute haben in der Branche, fast nur. Und dann hast du halt jemanden im Team, der Regisseur, Tonmeister, die Cutterin, der Cutter, die sind dann cool drauf und dann ist es halt ein entspanntes Arbeiten, auch wenn das Projekt jetzt nicht besonders toll ist. Apropos Projekt, wir kommen zum Projekt Haus des Geldes. Ja. Da sprichst du ja Tokio. Ja. Was ist Tokio für ein Charakter? Ja, also, wie gesagt, ich hatte ein bisschen Anfangsschwierigkeiten mit Tokio. Warum? Weil man meint, jetzt läuft es doch und gib dich doch mit dem Glück zufrieden. Und stattdessen macht sie einfach immer wieder irgendwas kaputt. Und dafür habe ich lange gebraucht, aber ich finde, sie meint es, sie reagiert sehr emotional einfach. Sie denkt nicht nach, das finde ich sehr sympathisch schon mal, dass sie nicht berechnend ist. Ich finde es sympathisch, dass sie liebt und für die Menschen, die sie liebt, auch alles tun würde. Ich finde, sie ist eine sehr starke und emanzipierte Frau und das bewundere ich sehr an ihr, an der Rolle Tokio. Was glaubst du, warum ist Haus des Geldes so erfolgreich? Ich finde die Serie mega geil.
Ich frage mich tatsächlich auch, was der Unterschied ist zu anderen wirklich erfolgreichen Serien oder Projekten. Aber ich glaube, da passt einfach alles. Die Schauspieler sind super gut. Die Besetzung ist, und ich nehme mich kurz raus, jetzt unabhängig von mir, die Besetzung ist synchrontechnisch super gut. Aber es ist ja weltweit erfolgreich, die Serie. Von daher gehe ich davon aus, dass es in anderen Ländern wahrscheinlich ähnlich ist. Ja, es wird einfach viel angesprochen. Es sind Liebesthemen, aber gleichzeitig die Armut, das Reichtum, dann die Verteilung, Ungerechtigkeit, romantische Beziehungen. Da wird einfach alles irgendwie thematisiert und ohne dass es langweilig wird und immer spannend bleibt. Du hast ja bestimmt auch aus anderen Sprachen synchronisiert. Das ist jetzt Spanisch gewesen. Genau. Es gibt da auch viele französische Arthouse-Filme, die ihr synchronisiert. Wie unterscheiden sich solche Synchronarbeiten von denen der großen Hollywood-Popcorn-Kinoproduktion? Ja, also nicht alle enden mit einem Happy End. Das ist schon mal auf jeden Fall so. Ich finde, französische Produktionen sind, da spricht man auch automatisch natürlicher. Ich finde sie auch sehr viel natürlicher, sehr viel künstlerischer. Ja, was nicht bedeutet, also da steckt keine Bewertung drin. Ich gucke mir gerne Hollywood-Streifen auch an. Aber ja, wohingegen zum Beispiel ein Bollywood-Film mehr Romanze, Liebe und ein bisschen Kitsch ist. Gab es mal eine Produktion, bei der du nach der Synchronisation gedacht hast, das muss ich mir unbedingt anschauen? Das war ja der Wahnsinn, was wir jetzt hier gerade gemacht haben. Das Endprodukt möchte ich gern sehen. Ja. Das war auf jeden Fall Haus des Geldes. Ich muss ehrlich gestehen, ich gucke gar nicht so viel von dem, was ich mache. Aber Haus des Geldes war auf jeden Fall ein solches Projekt. Und The Good Place ist auch eine Serie. Worum ging es da? Ja, das ist eine Ansammlung von Menschen, unterschiedlichster Menschen, die versuchen, die verstorben sind und und im Jenseits versuchen, ihre Fehler, dass sie sozusagen während des Lebens begangen haben, wieder gut zu machen, nur einfach wirklich witzig gemacht. Und ich bin noch nicht dazu gekommen. Es liegt auch so ein bisschen daran, dass ich auch meine Rolle sehr mag, Tahani, auch die Schauspielerin selbst sehr mag, Jamila Jamil, glaube ich. Deswegen würde ich mir die Produktion auch gerne nochmal angucken wollen. In der amerikanischen Serie Riverdale synchronisierst du Asha Broomfield oder Bromfield als Melody. Was gefällt dir an der Nebenrolle? Ich mochte ihren Charakter sehr. Sie war sehr musikalisch, was ich eigentlich nicht bin. Aber es war halt dieses Highschool-Leben, diese Intrigen untereinander, Freundschaften, finde ich als Thema immer auch sehr spannend. Und ja, das war eine witzige Arbeit. Gibt es ein bestimmtes Rollenprofil, auf das du im Synchron besetzt wirst? Besetzt wirst? Ja, gern die Zicke. Ich weiß auch nicht, warum. die Zicke und ansonsten taffe, starke Frauen, was ich cool finde. Die Fans von Monster High kennen dich als Hauptcharakter Claudine Wolf. Ja, Claudine. Was liebst du an der 16-jährigen Werwölfin? Dass sie eine tolle, starke Person ist und dass sie alles durchsetzt, was sie möchte. Und ja, das ist auch ganz witzig zum Casting. Wurde mir nochmal gesagt von der Regie, du musst ein bisschen tough klingen und stark klingen, auch so ein bisschen die dunklen Töne rausbringen. Und das Witzige war, ich war tatsächlich heiser an dem Tag und es passte 1:1 und ich musste jedes Mal, wenn ich für Claudine synchronisiert habe, immer wieder dieses Heisere herstellen. Das war anstrengend, aber es hat Spaß gemacht. Wie hast du es gemacht? Bist du zum Fußball gegangen? Ja, mal einen Tag vorher richtig gefeiert. Okay, in den Musical-Komödien Pitch Perfect hast du Kelly Jekyll als Jessica Smith synchronisiert. Ja. Übernimmst du auch Gesangsparts? Nein, um Gottes Willen, das will auch keiner. Ich kann leider gar nicht singen. Hast du dir die Pitch Perfect-Filme angeschaut? Ja, habe ich. Fandest du die? Super, super. Das ist genau meins. Nur meine Rolle ist, ich glaube, wie viele Teile gab es? Drei, meine ich, ne? Und in den drei Teilen hat meine Rolle, glaube ich,
3 Sätze insgesamt gesprochen. Das ist so witzig, aber ich freue mich trotzdem, Teil von diesem Projekt gewesen zu sein. Und runter, also die kleinen Mädels lieben das. Ja, ne? Ja. Verstehe ich immer. Dann bist du auch die deutsche Stimme von Alexandra Daddario, unter anderem in Baywatch von 2017 und Sag's nicht weiter, Liebling, 2019 haben wir recherchiert. Ja. Was schätzt du an Alexandra Daddario? Dass sie so witzig ist. Ich mag ihre Komik total. Sie hat, ich weiß nicht, ich habe das letzte Projekt mit einer Regisseurin aufgenommen, die meinte, mir machen ihre Augen Angst. Und bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich liebe ihre Augen, weil sie so einen trockenen Humor hat und mit ihren Augen spricht sie auch so viel. Ich finde die mega sympathisch. Das ist jemand, mit der ich auch mal gern was trinken gehen wollen würde. Apropos, hast du mal eine getroffen von den Schauspielerinnen, die du synchronisierst? Keine. Würdest du mal eine gerne treffen? Gerne. Nein. Ashley Tisdale, die zum Beispiel, wie heißt sie nochmal? Die letzte von Baywatch. Alexandra Daddario? Ja, genau, Alexandra würde ich gern treffen. Und natürlich Tokio. Auf jeden Fall. Dann hast du auch Noreen DeWolf gesprochen in Puls 2 zum Beispiel und Puls 3. Ja. Deine Lieblingsrolle mit ihr? Oh, weiß ich nicht, kann ich so pauschal nicht sagen. Das ist aber wieder eine Schauspielerin, die ich sehr mag. Allerdings verwechsle ich sie immer mit einer anderen, die ich spreche. Ja, ich finde die Schauspielerin einfach toll. Aber ich könnte jetzt keinen Lieblingscharakter nennen, den sie gespielt hat bisher. Dann hast du in Attack on Titan der Ymir deine Stimme geliehen. Ja. Was ist das für ein Charakter, Ymir? Titanwandlerin ist sie, glaube ich. Sie ist, wirkt erstmal sehr kühl, sehr unnahbar, zynisch und frech, stellt sich auch als sehr egoistisch dar. Das weiß ich noch, aber im Laufe des Spiels und im Laufe der Geschichte zeigt sich, wie sehr sie eigentlich, sie hat so einen Beschützerinstinkt und damit, dass ich glaube, sie verliebt sich auch in Historia, das kommt nie ganz eindeutig raus. Das macht sie schon sehr bemerkbar, aber man kann, glaube ich, gar nicht zu 100% sagen, dass sie ein Paar werden. Da finde ich ganz interessant, dass man eine ganz andere Seite von ihr sieht und aus dieser starken Frau plötzlich auch eine zerbrechliche, liebende Person wird. Und was ich sehr an ihr schätze, ist im Übrigen, dass sie, und das ist ein Charakterzug, den ich auch toll finde, dass sie sich selbst eigentlich sehr treu ist und auch sehr darauf bedacht ist, den Menschen in ihrem Umfeld oder ihrem Umfeld klarzumachen, sich selbst treu zu bleiben. Ja, das finde ich sehr bemerkenswert an ihr. Schaust du selbst Animes? Gar nicht, ehrlich gesagt. Wie unterscheidet sich so eine Synchronisation von einem Anime und einem normalen Film, den ihr sonst so macht in den Studios? Ja, für mich ist es vielleicht ein bisschen schwerer, mich ein bisschen hineinzuversetzen wahrscheinlich. Und die Regisseure, die Animes aufnehmen, brennen immer für das Projekt. Und dementsprechend basteln die auch sehr viel und holen auch was aus dem Synchronschauspieler raus, was man so auf Anhieb eigentlich gar nicht gemacht hätte. Erinnerst du dich noch an Gretchen Grundler? Natürlich, natürlich. Auch eine meiner Lieblingsrollen. Das Casting auch wieder total witzig wurde. Ich glaube, ich war damals 14, als ich sie gesprochen habe. Und ich war so ein bisschen enttäuscht, als ich zum Casting eingeladen wurde, weil dann plötzlich so ein Mädchen mit 2 Zöpfchen und so eine langweilige mit Brille und Hasenzähnen. Ich dachte, nein, ich will die gar nicht sprechen, das bin ich gar nicht, bin nicht so langweilig. Und daneben stand dann Spinelli. Und Spinelli war so eine taffe, starke und dunkelhaarige. Und ich habe mich auch mehr mit Spinelli irgendwie in Verbindung gebracht. Und ich wurde gecastet auf Gretchen und dann habe ich darum gebettelt, auch für Spinelli gecastet zu werden. Damit haben sie mir einen Gefallen getan. Letztendlich hat die Rolle Anja Stadlober bekommen, ist auch perfekt besetzt. Sie hat perfekt drauf gesetzt, gepasst. Und ich muss sagen, ich liebe Gretchen, bin echt mega froh, dass ich sie gesprochen habe. Ich habe mit ihr so viel gelernt auch, einfach, die war so klug. Teilweise musste ich mal fragen, was sag ich denn da? Ich verstehe nicht, was sie von mir will. Das war auf jeden Fall eine sehr witzige, tolle Arbeit und ich bin auch für die sehr dankbar.
Apropos Lernen, gab es mal ein Projekt, wo du rausgegangen bist und tatsächlich was über Medizin oder Gärtnerei oder irgendein Fachgebiet was lernen konntest und dein Wissen erweitern konntest? Ja, es gab bestimmt mal. Ich habe Sprichworte gelernt. Ich habe letztens erst was gelernt. Wir haben irgendwie aufgenommen, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Kannte ich nicht. So, also mir passiert sowas, dass ich mal tatsächlich so irgendwelche Sprichwörter kennenlerne oder dass ich Begriffe, ich wusste zum Beispiel nicht, dass das war bei The Good Place im Übrigen mit Sebastian Schulz in der Regie, da haben wir das Ding, was aussieht wie eine Gabel und ein Löffel. Ich wusste nicht, dass es einen Begriff dafür gibt. Solche Dinge passieren mir gern häufig. Ich lerne Deutsch. Gut. Was fasziniert dich immer wieder am Synchronberuf? Dass man immer wieder mal ein anderer Charakter sein darf. Also man ist der, der man ist im Leben. Ich bin zumindest bemüht darauf, ich bin bemüht, mit meinen Mitmenschen respektvoll und gut umzugehen. Gelingt mir mal mehr, mal weniger. Aber ja, das Geile an unserem Beruf ist einfach, du kannst auch mal so richtig die Zicke rauslassen, die ja auch irgendwo in mir drin ist. Man kann auch mal jemand anderes sein, einfach sich in ein anderes Leben hineinversetzen. Und das ist das Schönste, glaube ich, an unserem Job. Wie sieht so ein typischer Synchrontag bei dir aus? Ja, man fängt als Zeichentrickprinzessin an und endet als cracksüchtige Mörderin oder so. Und zwischendurch ist man ein Teenager mit irgendwelchen Pubertätsproblemen. So ungefähr sehen typische Tage aus. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Gab es mal eine Synchronisation, die dir im Nachhinein peinlich war? Wo du rausgegangen bist und gedacht hast, oh Gott, was habe ich hier gerade gemacht? Nö. Ich finde alles toll, was ich mache, auch im Nachhinein, wenn ich Projekte von vor Jahren sehe, wo meine Leistung längst nicht da ist, wo ich jetzt bin und ich lerne ja immer noch, bin ja immer noch in einem Lernprozess, aber es kommt mal vor, dass ich mir denke so, oh nee, heute hättest du es ein bisschen besser gespielt, aber peinlich ist mir nichts. Okay. Deine Stimme hört man auch in vielen, vielen Hörspielen, unter anderem in Barbie, Lego Friends, Charizard, Alvin und die Chipmunks. Bist du selbst auch mit Hörspielen aufgewachsen? Mit Kassetten, ja, Bibi Blocksberg. Das ist eines der prägnantesten Situationen in meinem Leben, einfach ins Bett zu gehen und mit meinem Bruder noch am Abend Bibi Blocksberg zu hören. Deswegen umso schöner dann, wenn ich Hörspiele heute Erfüllt sich da so ein Kindheitstraum, wenn man dann selbst mitwirkt und mitspricht? Auf jeden Fall. Was hast du noch für Ziele im Bereich Synchron oder in deinem beruflichen Leben? Was reizt dich für die Zukunft? Auf jeden Fall weiterzukommen, weiterzulernen, besser zu werden und vielleicht mal in Zukunft so ein bisschen selbstständig zu werden, mein eigenes Ding zu machen. Du hast in diesem Jahr, also 2020, ein Hörbuch eingelesen und zwar den Spiegel-Bestseller von Hatice Schmidt. Das heißt, dein Leben ist kein Zufall, mein Weg zu mir. Erzähl uns mal von dem Buch. Ja, also es geht um die Geschichte von Hatice. Hatice ist ein Kind aus einer türkischen Familie und beschreibt, und das ist echt eines der wenigen Projekte gewesen, wo ich auch emotional bei der Sache war, auch weil ich persönlich mich auch richtig hineinversetzen konnte, weil es auch so ein bisschen ein Teil unserer Geschichte ist. Und mit uns meine ich mit uns Menschen, die in einem Land aufwachsen, aber einen Migrationshintergrund haben. Und sie beschreibt so ein bisschen die Kluft zwischen zweier Kulturen, die eigentlich sehr unterschiedlich sind, aber Hand in Hand einfach das Beste herausbringen können. Und sie ist unter nicht sehr tollen Umständen zu der erfolgreichen Frau geworden, die sie heute ist. Eine bewundernswert tolle Persönlichkeit. Sie macht ihr eigenes Ding, ihr Business, hat so viel Lebenserfahrung, ist sehr jung noch. Und ich durfte sie auch persönlich kennenlernen. Also das Witzige ist, ich bin mit ihrer Schwester zusammen auf dem Gymnasium gewesen. Und so schließt sich der Kreis irgendwie. Ja, ich durfte sie persönlich kennenlernen und das ist das Interessante an der Sache ist, man sieht eine fertige Hatice Schmidt, einfach eine erfolgreiche, tolle Frau. Und
Aber diese Frau erzählt eine Geschichte und dazu gehört eben auch so ein bisschen, dass man mit Rassismus konfrontiert wurde, dass man ein Ziel hat und um an dieses Ziel zu kommen, echt kämpfen muss und dass manche Menschen eben nur den Glanz sehen, den man mitbringt aktuell, aber durch so viel Hürden gehen musste, um eben dahin zu gelangen. Eine tolle Geschichte, empfehlenswert, auch mit allem drum und dran, Drama und Komik, alles dabei. War das dein erstes Hörbuch, was du eingelesen hast? Ja. Ich hoffe nicht das letzte. Ah ja, okay. Ich wollte gerade fragen, hast du Lust, noch weiterzulesen? Definitiv, ja. Ich habe gut gelegt, ja. Okay. Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir. Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.